Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Drug Dealer Simulator. Das letzte Ende, das war dann doch etwas sehr überraschend für mich vor allem. Und ich bin jetzt natürlich total heiß drauf, hier weiterzumachen. Und deswegen werden wir jetzt heute erstmal ein bisschen im Sektor B uns ein bisschen, ja, drum kümmern, dass wir die Gebiete wieder hier ein bisschen besser hochbekommen, und ich hoffe, dass ich auch keine Kunden verlieren werde. So, von daher müssen wir auf jeden Fall ein wenig Gas geben, und ich merke schon, mir wird wahrscheinlich die Ware an der einen oder anderen Stelle dann ausgehen, aber ich hoffe nicht. So, 20 Koka, wir steigen auch sofort ein mit Lieferungen, ich mache es gar nicht lang rum. 6 Gramm Meth, okay. 6 Gramm Meth. Ich habe jetzt halt auch gerade schon ein kleines Brübchen ausgegeben. In der Hoffnung, dass sich da jemand melden wird. So. Was mich auch total gefreut hat. Oh. Moment. Was mich auch total gefreut hat, das ist das mit dieser Villa. Das ist ja der Wahnsinn. Also da bin ich immer noch sehr begeistert von. Und ich bin mal gespannt, wie das dann auch mit dieser Villa weitergeht. So, du brauchst 6 Meth. Und dann haben wir hier nochmal jemanden. Mit 51 Gras. So, dann würde ich mal sagen, wir schmeißen ein klein wenig Geld erstmal in das Fach rein. Halt, da müssen wir hin. Bisschen was losbekommen, was dann durchlaufen kann. Jawohl, dankeschön. Ich würde auch sagen, wir machen 15.000, 20.000 hauen wir mal rein. 8.000 behalten wir noch. So, jetzt muss ich nur gucken. Der Rucksack muss einmal weg. Den muss ich jetzt echt einmal in die Ecke schmeißen vorerst. Einstecken habe ich sonst nichts und gucken gleich weiter. Wir machen jetzt Supermarkt. 20 Meth, 15 Meth und 12 Ecstasy. Okay, 20 und 15. 20, 15 und wir brauchen nochmal 12 X. 12 macht das mal so. Ja, ich muss jetzt halt mal schauen, dass ich hier so gut wie ohne groß zu stoppen, zu gucken oder sonst was, hier wirklich durchfetzt mit euch. So, 20 Meth, jawohl, kriegst du. Dankeschön. Ich hoffe auch, dass ich nicht angequatscht werde von irgendeinem Cop. So, du willst das Meth, okay. Und wir haben noch den letzten hier. Okay, wunderbar. So, das nächste ist dann, schauen wir mal, ob wir East mit und West Dead Town, dass wir die gemeinsam machen. Ich glaube es allerdings nicht, das wird zu viel sein, schätze ich. Was auf jeden Fall wichtig wäre, das ist East. Da kümmern wir uns jetzt auch wirklich zuerst mal drum. 4 Crystal, 5 Crystal und 16 Crystal, okay. Vier, fünf und ja, doch, das kann ich so machen. 16. Vier, so. So machen wir das. Ich halte mich jetzt auch nicht lang auf mit irgendwelchen Brübchen. Ich weiß nicht, was das für Stockungen sind immer wieder. So, erstmal bei dir, was brauchst du? Du willst die 4.
Das ist schön, wenn ihr da ein bisschen zusammensteht. Du wirst die 16. Und bist du innerhalb oder außerhalb? Ich hoffe, du stehst hier innerhalb, jawohl. Gut. Also noch ist der Friedhof hier anscheinend ganz, ne? Weil hier, die Blümchen sind halt weg. Okay, ich hoffe, das hat ein bisschen was gebracht. Muss vor allem auch mal gucken, was ich jetzt halt hier noch an Koka habe. Koka habe ich nämlich nur noch 70 Gramm, ne? Da muss ich echt aufpassen. Ampf habe ich ja noch genug. Da habe ich noch Amvia und da habe ich noch einen Ampf-Mix. So, wenn möglich, bitte mit Dead Town und West 14 Meth, 10 Wheat, danke, und 3 Koka. Ich glaube, die muss ich einzeln ausliefern. 14, dann 10 Mary. Und 3 Koka. So, ist okay. Mach mal einzeln. Bevor ich das jetzt nicht reinbekomme und das dann schon aktiviere und so. So, du stehst hier, wunderbar. 3 Koka. Ah. Jetzt. So, hier. Und du willst natürlich den Rest vom Schützenfest. So, da können wir wieder nicht durch. Da müssten wir Schloss knacken. Und das ist mir ehrlich gesagt zu blöd, wenn ich dann da 2, 3, 4 solche Dinge abbreche. So, dann bitte einmal West. Nicht West Old Town, West Dead Town. Kunden, 8 Meth. Nochmal 8. Und dich habe ich verloren. Naja, gut, ist halt so. So, 8, 8. 2, 4, 6, 8, ja, doch, passt schon. 8 und 8, 8 und 8. So. Wo seid ihr? Okay, wo stehst denn du? Dahinter? Okay, da hatte ich auch noch nie jemanden. Okay, damit sollten wir eigentlich jetzt hier im Sektor B ganz gut alles abgegrast haben, oder? Schauen wir mal. Sektor B, haben wir da noch was? Nein, also gut. Sektor B haben wir erledigt, aber wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir hier Meth herbekommen und Koka. Ja, im Grunde kann ich da alles ein bisschen mit herbringen, ne? Okay, das heißt, wir gehen einmal rüber in den Sektor C. Ich mache nur mal ganz kurz hier meinen Speicher drüber. Und da bin ich mal gespannt, wie ich mich jetzt halt anstelle, weil Nacht ist natürlich immer so eine Sache, ne? So, Servusler. Ja, bitteschön, dankeschön. Laber nicht lang rum. Sir, stop.
Ja, ich stopp. Nein, habe ich nicht. Ich bleibe auch so stehen, dass ich dann gleich weiter kann. Bitte teaser mich nicht. Wir fangen natürlich jetzt erst bei den Dingen an, würde ich sagen, die etwas weiter weg sind. Also schauen wir mal drauf auf die Map. Wir haben ja da hinten noch nicht freigeschalten. Eigentlich wäre es dann egal, ne? Wir können alles nehmen. Sektor C. Das ist ein wenig viel. Das ist ein wenig viel. Dann machen wir eben eins nach dem anderen. Wir machen die Baustelle. 5 Meth. Nochmal 5. Und 7 Kucker. So. 2x. Komm her. 2x. Nein. 2x 5 und 1x 7, die mache ich wieder als einzelne. Ich nehme jetzt aber auch hier keine Proben mit, auch wenn das natürlich gut ist, aber so, du möchtest die 7 Koka, die kriegst du. So, und es ist super, dass ihr euch hier so nebeneinander hinstellt. Finde ich total klasse. Genial. Solange wir hier niemanden verlieren, ist alles gut. So. Ja, Stink. Von wegen halt jetzt. Dann würde ich sagen, machen wir Wachtürme. Wachtürme. 2 Speed. 5 Speed. Und 5 Math. Nochmal draufschauen. Kein Kucker. 5 und 2. Und 5 Meth, okay. Ich denke, dass ich den Bereich hier später noch ausbauen werde. Da werde ich mich jetzt nicht drum kümmern. Ich schaue einfach nur, dass ich die Leutchen beliefern kann hier, die ich jetzt habe in den drei Gebieten. Und wir werden uns dann später drum kümmern, dass wir hier ausbauen. Einer steht da, okay. Es laufen gerade keine Cops rum, das ist natürlich nice. So, du brauchst 2 Meth. 2 Ampf meine ich. Du stehst wahrscheinlich da in dem Grundstück. Jawohl, dich sieht man fast nicht bis auf die Brille. Nein. Ups. Und ich denke mal, die Fabrik hinten wird auf jeden Fall einfacher sein. So, bei dir habe ich jetzt nur deine Waden gesehen. Von weiter weg, ne, mit der schwarzen Frisur. Bricht dir nicht die Haxen. Ja, ich mag wirklich das nachts ausliefern überhaupt nicht so, wenn ich nichts sehe. So, und jetzt halt machen wir noch die Türme. Und dann haben wir nämlich wirklich alle drei Sektoren einmal versorgt. Trennige Fabrik Süden. 10 Coke. 5 Coke. Und 8 Coke. Jawohl, da kommt richtig schön Coke zusammen. 10, 5 und 8. 10, 5 und 8. Wunderbar. So, und ihr steht einer direkt hinterm Haus. Jo. Nee.
Ernsthaft? Wo laufen denn die rum? Alter, bin ich jetzt erschrocken? warte, das sind wir hier. Also ich hätte jetzt mit allem gerechnet, aber nicht, dass die da plötzlich um die Ecke rumkommen. Deswegen meine ich eben, dieses Gebiet, es ist so unübersichtlich für mich, muss ich sagen. Heftig. So, du willst die 10 Gramm? Und wo haben wir da? Achso, ja, stand irgendwie direkt hier, ne? Ich sehe wieder nichts. Ach, da. Da innen. Wenn man sich auskennt, da denke ich mal, ist es ganz nice, hier durchzurennen. Aber tue ich halt noch nicht, ne? So, ich laufe mich vor allem hier fest in diesen Baugruben, die es hier gibt. So. Ah, gut. Die haben wir fertig. Schnappen wir uns mal unseren Rucksack. Wir schauen mal ganz kurz hier drauf und scrollen mal durch. Wir haben jetzt halt von der Laborcrew natürlich die Infos, dass das Geld nicht reicht. Das ist in Ordnung. So, und wir haben natürlich jetzt halt alles East Old Town. Moment, wir gehen mal Sektor A. Okay, das... Ja, aber das ist ja in Ordnung. Irgendwann schreien die natürlich. Ich denke, nochmal einen Tag, so eine Runde. Perfekt. Du hast noch 5 Fabrikschlüssel. Warte mal, mach das Licht aus. Das muss ja nicht sein, dass du hier, ne? Weißt schon. Naja, ihr Burschen. Und hier suche ich immer noch diesen Durchgang. Ach, da ist es. So, jetzt kommt natürlich Sirene. Ja. Dann gehen wir jetzt erst einmal hier in das Labor. Okay, Lichtschalter ist immer ein Problem hier. 640 werden mehr benötigt für die nächste Charge. Könnten wir eigentlich machen, dass noch ein bisschen was produziert wird, ne? Einmal so, dann nehmt ihr hier raus. Und dann machen wir nochmal ungefähr die 640. So, passt schon. Und dann können die auf jeden Fall nochmal eine zusätzliche Charge machen. Und es passt doch. Lass uns da hinten rumgehen. Okay, gut. Ich bin zufrieden und erleichtert. In den ersten 20 Minuten gleich mal alle 3 Gebiete, oder besser gesagt die anderen 2 Gebiete, halt jetzt halt noch durchgerusht. Das ist gut. So, wir brauchen für den... Ja, wir müssen echt so viel Zeug verteilen, ne? Das müssen wir echt machen. Wie schaut's denn hier bankmäßig aus?
5000 bekomme. Das reicht aber natürlich noch nicht. Ich würde gerne... Also aktuell gefällt mir das Gebiet ganz gut. Ich warte hier mit dem Freischalten mal, bis ich alles am Laufen habe. Ich würde nämlich gerne da hinten auf jeden Fall diese Villa fertig machen. Und mich interessieren natürlich dann die Standorte von den anderen Villen. Der eine Standort wird wahrscheinlich da hinten sein, da wo ich vorher angebaut hatte, mein Gras angebaut hatte, weil da ist ja eine große Baustelle. Hier ehrlich gesagt im Sektor C kann ich nicht sagen, wo das hingebaut wird, aber ich denke, dass das eher hier in dem nördlichen Teil ist, da wo auch die Fabrik Norden ist. Aber da bin ich mal gespannt. So, jedenfalls würde ich gerne mal ein bisschen nachschauen, was wir jetzt seit wo noch haben. Amphetamin haben wir gemischt, wenn ich mir denke, wir haben ein Kilo gemacht und es war ruckzuck weg, ne? Ey, es war so schnell weg. Wir haben hier noch Kokain und Kokain-Mix. Wir haben hier auch noch Kokain und Kokavir. Ich würde sagen, wir schmeißen das jetzt alles mal zusammen. So, wir schmeißen alle Koka-Sachen einmal in die Dose. Genau, Kokain-Mix. Wunderbar. Jetzt haben wir eigentlich nur, genau, Koka-Sachen drin. Habe ich noch Koka hier? Nein. Habe ich nicht hier. Wir haben hier unser Meth-Labor. Wir haben hier unser... keine Ahnung, was... Da ist Amph. Oh, was hatte ich? Hatte ich da nicht Koka gemacht? Da müssten wir gleich mal hinschauen. Geld habe ich einstecken. Habe ich hier noch Geld drin? Nein. Okay. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. Weil dann sollten wir das Zeug eh mal zusammentragen. Entschuldigung. Bin immer noch ein bisschen angeschlagen. Genau, ihr habt Koka. Und es läuft auch. 3680. 3,7 und 3,7 wären wir bei 7,4, ne? Dann hauen wir das mal rein, weil dann können nämlich hier nochmal zwei Chargen durchlaufen. Das sind ja immer 160, ja, das passt. Das passt schon. Wir sind da, glaube ich, bei irgendwas um die 3. Ne, warte mal. Ich weiß es jetzt nicht. Keine Ahnung. Kann ich eigentlich hier noch... Ne, ich kann hier nur Zeug einsammeln, ne? Ich kann sonst keinen Laptop hier hinstellen oder sowas. Das ist alles... Okay. Kokain-Charge ist fertig. Das freut mich. 480. Wir nehmen mal 400... mit. Hups. Wir nehmen mal die 400 mit. Dann gehen wir einmal kurz rüber. Und holen noch unser Amph. So, was haben wir denn hier? Produktion angehalten, $600 mehr benötigt. Wir haben jetzt 1,7. 6, 12, 18. Ich würde schauen, dass ich mal 18 reintue, dann sind es 3 Chargen. Jawohl, perfekt. Dankeschön. Dann nehmen wir hier jetzt mal 1,5 Kilo mit. Den Rest lassen wir einfach mal da liegen. Dann müsste ich natürlich jetzt auch noch mal nach Stinkinder und da noch das Meth holen.
Und ich muss mal was überlegen, wo ich jetzt mal meinen Anbau in der Zwischenzeit mache. Immer schön im Schatten halten, ne? Die laufen da vorne. Dann würde ich sagen, gehen wir von hinten ran ans Gebäude, dass wir die im Auge haben. Okay, die laufen wieder weg. So, Jungs, Mädels. 560, dann nehmen wir hier einfach mal 500 mit. So. Dann haben wir auf jeden Fall... Ja, mach zu. So, wo die jetzt halt hingegangen sind, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, wir halten uns wieder hier hinten im Schatten auf. Ah, da laufen sie. Die laufen aber nach vorne, ne? Ist das die Wachablösung oder wie? Na gut, gib Gas. Jetzt kann es natürlich sein, dass die auch hier durchlaufen. Okay, alles klar. Damit haben wir jetzt halt erst einmal unser ganzes Zeug da, was wir haben. 4x Gucker. Wir haben 1,5 Amph, was wir am meisten brauchen. Und wir haben Meth. So, wir haben allerdings hier noch 629. Das heißt, es passt mir noch. Warte mal, dann kannst du... das hier gleich mal da hinten reinschmeißen. Und wo habe ich das Koka rein? Da habe ich es rein. Dann würde ich sagen, tun wir das Koka jetzt da noch mit rein. Dann hätten wir 805 Koka. Um das Ganze noch ein bisschen zu Drecken, würde ich sagen. Was haben wir denn noch rein? Wir könnten noch mal 15 davon. Und noch 30 Zucker, würde ich sagen. Ich sehe das jetzt ja gerade im Verhältnis zu den 400 Gramm, die wir jetzt gerade rein haben. Und nee, ich lasse es lieber. 850 Koka ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Menge, würde ich sagen. Wir machen Mix anwenden. Wir nennen das Ganze jetzt halt einfach Koka-Mix. So. Und dann ist es doch in Ordnung. Das Ecstasy könnten wir eigentlich gleich hier in der... Oh. In der Mühle verteilen. Weil wir müssen heute ein bisschen was herstellen. So, Ecstasy, Pulver. Gramm haben wir noch. So, du bist fertig, wunderbar. Das war ja quasi wie aufs Stichwort. Jo, dann haben wir da um die 750 Gramm, das ist doch nice. Cool. Oh, da ist noch was. Dann ist sogar mehr. Dann haben wir sogar 860, das ist doch klasse.
So. Ampf, warte mal. Steck mal das Zeug ein. Alles, was Ampf ist. Fentanyl, Marihuana, Gitterquash. So. 1 Kilo. 500. Oh, dann haben wir nochmal 1 Kilo. Dann warte mal, dann heb das nochmal auf. Schmeiß das Kilo da noch mit davor. Dann die 500. Und dann die 261. Können wir nämlich da auch ein bisschen was mischen. Ups. Mary, würde ich sagen, tun wir hier, sofern es halt mit reingeht, mit rein. So, das legen wir hier direkt dafür, davor. Das Fentanyl, würde ich sagen, tun wir jetzt mal da hinten in die Packung. Das mache ich auch rot. Und, ja, Ghetto-Kasch, Gras, das legen wir dann einfach hier mit davor. So, wie schaut's aus? Das hier ist eigentlich für ein After, ne? Das ist nur noch ein einziges Gramm. Jetzt legen wir hier als Probe hin, als Testle. 24, 90 und das da, okay. Das heißt, wir können aus dem Ecstasy so einiges machen. Wir können die 800 direkt reinschmeißen in den Mischer. Das machen wir jetzt halt auch. 800 Ecstasy. Einmal hier rein. Den Coca-Mix, den tun wir jetzt da oben rein. Und dann schauen wir mal. Wir haben was haben wir denn zum Untermischen? Paraibovir. Paraibovir ist hoch, ne? Wenn ich davon vielleicht 150 reintun, dann lieber nochmal 50. Na, warte mal, aber das ist Ecstasy, ne? Gras habe ich keins, oder? Wir könnten allerdings was machen. Dass wir eine Grasmischung machen. Mensch, hier ist so saudunkel, ne? In der Ecke. Ich weiß nicht, warum ich gerade hier hinten hin bin und keine Lampe da habe. Komm, machen wir mal Aceton. Ich meine, das ganze Gras habe ich drüben, ne? Noch in dem Lager. Aceton, dann hauen wir hier von dem Marihuana 200 Gramm rein. Es geht sogar mehr, ne? Dann hauen wir das komplett rein. Das ist auch total egal. Das wird ja nur als Backpulverersatz genommen. So, dann machen wir Mix anwenden. Das mache ich mit Gras. So. Das hauen wir dann in den Crystallizer. Gehen eh nur 250 Gramm rein. Na ja, gut, dann teile ich es auf. Mache ich 50-50. Crystallizer rein und kann ich das überhaupt aufteilen? Naja. Gut, aber wir haben jetzt auf jeden Fall eine ganz gute Grundversorgung, denke ich. So, das Ecstasy ist noch nicht fertig, ist klar. Meth ist eine Charge fertig. Viagra, Zucker und Ibu. Da habe ich jetzt nichts drin, ne? Okay, mach mal ein bisschen hinne hier. Oh Gott, ich habe hier gerade mal 5. Da merkt man erst einmal, wie langsam das dann funktioniert. Okay, wir machen 145, 146. 146. Und auch hier 146, dann haben wir nämlich zwei identische Mischungen. So, das eine Gramm schmeißen wir raus.
pfeift drauf. So, wir haben noch Meth. Allerdings brauche ich da ja Viagra und Zucker. Also lasse ich euch mal laufen. Dum, 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 dum. Da ist alles leer. Ja gut, wir machen jetzt die Mischung im Grunde für das Amph und für das Ecstasy. Und ich kann jetzt halt das Amph hier nicht reinschmeißen, solange ich die andere Mischung nicht fertig habe. Da weiß man halt nicht was. Naja, gut. LSD-Mix. Ja, das werden wir alles noch machen. Also wir werden alle Sachen noch zusammenschmeißen. Jetzt nehme ich mal die leeren Taschen und schmeiß die mal hier rein. Rausschmeißen bitte. So. Dann haben wir alle Taschen hier. Na? Passt. Licht aus. Tür auf. Tür zu. Und ihr müsst fertig werden hier. Mit 4.23 Uhr, das ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn das fertig ist, können wir dann schon anfangen, die ersten Lieferungen wieder zu machen, da wir ja Geld brauchen unbedingt. Ein bisschen brauchen sie noch. Jawohl, gut. Das muss ich jetzt allerdings hier rein tun. Jawohl, und das geht da auch noch rein. So, dann hätten wir nämlich unsere Grasmischung. Die können wir jetzt da oben mit reinschmeißen. Und es hätte sich beschwert, wäre das nicht korrekt gewesen. So, ich würde sagen, wir mischen das jetzt hier mal direkt. Wir nehmen 20, 40, 60. Oh, was, wie macht man das? Machen wir es da rein. Ich habe jetzt halt 105 Viagra. Wenn ich 100 mache, dann brauche ich 200 davon. Das passt ja dann. Also 100. Dann 200 davon. Und um den Ganzen noch ein bisschen mehr Kick zu geben, würde ich sagen, hauen wir hier noch 5 Gramm von dem Fen rein. Ja. Mix anwenden, dann schreibe ich aber 4 Gras und Fen. 5. Gut. Und dann hauen wir hier die 200 Gramm davon rein. Und die 105 Gramm mischen wir dann mit, ja, mit 400 von dem Amph. Dann denke ich mal, sollte das ganz, ganz gut sein. Wir werden es sehen, ne? Amph Special. Wäre natürlich dann auch noch eine Frage, ob ich das Amph Special. Ja, aber jetzt wird dann wieder zu viel, ne? Das ist halt die Sache. Ich lasse das jetzt mal drin. Also wir schmeißen jetzt 200 Gramm hier rein. So, dann können wir das nämlich machen wir da Mega X draus. Wir lassen die 105 hier drin, wir schmeißen das Amph hier rein und füllen dann einfach mit Amph auf. Und dann denke ich mal, ist die Mischung doch ganz okay. Mix Details,
Also das hier ist ja im Grunde schon 80-20 Mischung, ne? Ich denke, das ist gut. Mix anwenden. Amphir Graphen. Und Mix anwenden. Dann haben wir hier zwei potente Mischungen. Da muss ich natürlich erst einmal noch die Pillen drehen. Aber das ist gut. So, wir haben immer noch 2 Kilo Amph. Wir haben noch immer 1 Kilo Mary. Rucksack habe ich nicht an. Dann nehmen wir das Kilo Gras mit. Würde sagen, wir nehmen hiervon. Ja, 500 Gramm mit. Ecstasy müssen wir noch machen. Pillen herstellen. Und von dem Via machen wir auch 500 Gramm, was wir dann mitnehmen auf die andere Seite. So, 500, zack, zack. So. Tja, und die Pillen, die dauern halt jetzt leider noch ein bisschen. Wir haben jetzt, wie spät? 6.49 Uhr. Okay, schmeiß mal die Tasche weg. Dann gucken wir mal, ob wir hier in dem Gebiet, wenn dann wäre Eastern Slums nicht schlecht. Schauen wir mal. Wir müssen die Gebiete durchgehen, weil immerhin kriegen wir ja auch hier noch Geld, ne? So, Camp. 145 Gras. Und nochmal 10 Gramm Gras. So, 145 und 10. Da hätte ich vielleicht anstatt den 10 Gramm hätte ich vielleicht nochmal 2,5 nehmen sollen. Dann können wir das nämlich übereinander schlichten. Dann brauchen wir nämlich nur 3 Plätze. Dann schauen wir mal Slums. Speed und 2 Weed. Okay. Das ist halt jetzt blöd, ne? 32 Amf und noch mit 2 Mary. Kriege ich dich jetzt noch rein? Ja. Okay, gut, gut, gut. So, jetzt müssen wir wieder Gas geben. Ich laufe aber auch wieder da hinten rum. Ich hätte mal gucken können wegen dem Geld auf der Bank. So, hier ist es. Was wolltest du? 145? Was? Oh, ich habe 1 zu viel. Sorry. Oh, 2 zu viel. 140. Okay. Sorry. 2 zu viel. Ui! Du willst die 10 Gramm? Ist hier noch einer? Nee, die sind jetzt halt alle drüben, ne? Kannst du da hoch, bitte?
Manchmal klappt es und häufig nicht. Ne, ich komme jetzt da nicht hoch. Ich will da hoch. Ach, verdammt. Dann eben so. Normalerweise kann ich da immer so schön hochrennen, aber es will halt nicht immer so, wie ich will, ne? Hallo Schönheit. 32 willst du, die kriegst du. So, bitteschön. Und? Jetzt ernster. Oh Gott. Was steht der da drüben? Habe ich wieder nicht aufgepasst, ne? So, Servusle. Du kostest mir ganz schöne Zeit jetzt, das kannst du dir vorstellen, oder? Also der Respekt, der gefällt mir sehr gut. Jetzt muss ich nur ein bisschen langsam machen. Wie spät ist es? Die Zeit verfliegt halt, ne? Sobald mir hier erst einmal angefangen hat auszuliefern, dann verfliegt die Zeit so schnell. Ja, mach mal langsam. Einstecken habe ich ja nix. Ja, das dachte ich mir schon. So. Ja, aber ihr kostet mich so viel Zeit, Jungs. Ja, da brauchst du jetzt so gucken mit deinen zugekifften Augen. So. Nächstes. Isoltown, das passt noch. Wir schauen mal nach den Sektor A, nach den Dealern, welche uns Geld geben wollen. Dass wir das auf jeden Fall mal holen. Alter Marktplatz, 50 Ganscher kann ich dir bringen. Isoltown Geld, alter Marktplatz, 44 Ampf können wir machen. Two Towers. Das Geld ist da, wie wär's? Na klar, immer her damit. Und Kennel, okay, wir liefern die 50 Mary und die 44 Ampf. 50 Mary. Und 44. Ampf. So, wo steht ihr? Steht hier gleich jemand? Da steht jemand. Servusler. Metzcharge ist fertig. Ja, da sind die 50, okay. Schon gewundert jetzt. Yep, hier ist es. 50 Gramm. Also die Zeit müsste hier so ein kleines bisschen länger laufen. Das wäre nicht verkehrt. So, was hast du? Nochmal 1000. Mal kurz umdrehen, bisschen tanzen. Okay, wir haben hier sonst nichts mehr. Das heißt, oh, okay. Was nehme ich auch aus den unterschiedlichsten Gebieten das immer an? Aber ist okay. Ist ja jetzt nur Geld abholen, ne? Mit der Knete. So, wir haben jetzt 3170, das ist nicht sehr viel, ne? Ja, ich hetze dich schon wieder so, ne? So.
Dann würde ich sagen, wir schnappen uns mal unseren Rucksack. Wir schnappen uns mal... Ja, vielleicht nehmen wir wirklich mal Spraydosen mit. Nehmen wir davon mal 10 Stück mit. Das sind immerhin 10 Sprüher. Weil das sind ja nur einzelne. Fast schon. Dann gehen wir... gehen wir erst einmal in den Abschnitt B. Ja, auf jeden Fall. So, hier haben wir auch noch eine Dose. Steht eigentlich immer eine, ne? So, hier müssen wir natürlich knacken. Es ist Wahnsinn, wie schnell in dem Spiel eine Stunde rum ist. Das ist echt der Hammer. Es wird nicht leichtsinnig, nur weil du so viele hast. Das muss nicht sein, ne? Komm, raus mit dir. Blöder, aber ist okay. So, lasst uns gucken. Guckermix, Ampf. So, wir haben hier Ampf hier drin. Guckermix, das wird nicht gehen, ne? Ja, das ist was anderes. Ich kann aber auch von hier nichts wegnehmen, ne? Das ist blöde. Und aber ich möchte das gerne aufteilen. Das würde heißen, dass ich... Weil beim Gras ist es wurscht. Da können wir hier 500 Gramm reintun. 500 habe ich gesagt. Und können dann die 500 wieder mitnehmen. So, hier wird es nur ein bisschen schwieriger. Das ist das Ampf. Ampf hier. Da habe ich aber noch 172, ne? Wir nehmen das vielleicht erst einmal mit. Boah, es ist blöd. Ich bräuchte hier noch Dosen. Ich bräuchte hier echt noch Dosen. Leg das mal daher. Wenn wir jetzt angequatscht werden, das wäre blöd. So, Servusle. Einmal Laborequipment bitte. Bitte einmal diese Dinger hier, 5 Stück. Und die schmeißen wir hoffentlich ins Richtige. 2410 Quadratmeter. Hauptapartment, Lager in der Wüste, Lager Dead Town. Labor Ampf, nein. Oh, wo bist du? Dead Town Hauptlager, ne? Ja, der ist da. Noch Dead Town Hauptlager. So, Equipment, dann hauen wir da mal 2 Dosen hin. Jetzt auch egal, wo die stehen. So, die stecken wir wieder ein. Und hier machen wir den Coca-Mix. Einmal hier 250. Und das hier einstecken. Und dann machen wir das Ampf. 250 und stecken das da noch ein. Das ist nämlich jetzt für einen
Sektor C. Wir könnten nur mal ganz kurz gucken. Schmeiß mal die Tasche weg. Wir haben ja nichts sonst weiter einstecken. Dass wir hier vielleicht nochmal hier bei East Dead Town ausliefern. 8 Meth. Das ist echt alles, ne? 8 Meth. Mit Dead Town. Da haben wir schon ein bisschen mehr. 7 Crystal. 17 Crystal und 3 Crystal. So. Da muss ich unbedingt was her tun. Also. Warte mal, das waren 7. Jetzt muss ich mal schauen. 7, 17, 8 und 3. So, 7 haben wir. Dann können wir 17 machen. Wir machen 8. Ups. 8. Und 3. Und die 3 machen wir dann auch nochmal als einzelne. Passt. Sorry, keine Proben heute. Oh, da schon wieder. Also immer, wenn ich hier um die Ecken rumdüs. Oder oft, wenn ich da um die Ecken rumdüs. So, du willst 8 Meth. 5 ist ja eigentlich total egal. Ach nee, Quatsch, warte mal. Die habe ich doch extra die 8 hier zusammen gemacht. So, du möchtest 3, 2 und 3. Amf ist schon wieder fertig, okay. Dann haben wir hier 7, 5, 6, 7. Kannst du jetzt da mal? So, bei dir haben wir 17. Jawohl, cool, dann haben wir es ja schon. Dann haben wir ja schon alle. Ja, cool, ihr wart ja richtig schön da zusammengestanden. Lass mal gucken. Ja gut, Kennel müssen wir halt zum Beispiel noch machen. Das wäre ganz gut. Hier müssen wir natürlich auch noch schauen. Boah. Das ist ja wirklich eine Rennerei ohne Ende, ne? Also anders kann man das nicht sagen. Dann, ups, einmal Licht aus. Na, Servusle, alles gut. Ja. Upsa. So, hauptsächlich geht es mir, darum, dass wir ein bisschen das Zeug noch verteilen. Bitte nicht festspacken. Ich bin mal gespannt, ob ich mich hier irgendwann mal richtig auskenne, weil ich laufe rein teilweise, die echt schrecklich sind. So, jetzt dürfen bloß von da oben keine Cops kommen und dann vielleicht noch die Idee haben, mich anzuhalten. Ah, passt wunderbar. Boah, und dann werden wir hier das nächste Mal weitermachen, Leute. So. Zack, zack, zack. Das Einzige, was jetzt halt noch fehlt, das ist Meth. Hier habe ich genug Meth drin, aber drüben haben wir nicht genug. Naja, gut. Eigentlich hätte ich hier gar nichts herbringen müssen, ne? Ich habe ja hier alles noch da. Wisst ihr was? Das machen wir auch. Wir schnappen uns das wieder, auch wenn das jetzt halt ein Weg umsonst war. Aber
blöd. Ist jetzt wirklich blöd, ne? Weil jetzt muss ich nämlich... Naja, gut. Schauen wir mal hier noch rein. Wir haben ja hier auch noch ein bisschen Gras, was wir mitnehmen können. Da könnten wir mal... Oder mal schauen, ob wir noch was mit in die Taschen packen. Warte mal, das kann doch da oben rein. Die Flaschen. Die Klammern kann ich da lassen. Puh. Oh Mann. Ich bin so ein bisschen, ich bin eben noch so unsortiert, ist das Problem, ne? Ich fühle mich total durcheinander. Ich hab irgendwie keine feste Bleibe. Drum habe ich eben gemeint, ich hätte das komplett anders gemacht, wenn ich das mit dem Endgame gewusst hätte. Na gut, nee, ich lasse euch jetzt halt mal da drin. Aceton habe ich zwar nicht da, aber das macht ja jetzt halt nichts. Und dann werden wir von hier aus das nächste Mal wieder nach drüben huschen oder ich husche dann mal schnell rüber. Ja, genau. Leute, wenn euch der Part gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.